zum nächsten Video hier auf Vanilla 2.0. Wie ihr seht, regnet es und wir haben das Rathaus fertig. Das heißt, heute joint uns die gute Melinda. Schauen wir mal, wann sie auftaucht. Und da ist sie mit ihrem süßen Regenschirm. Sehr, sehr cool. Und wir starten direkt in den Tag. Also ich habe gestern ein wenig gespielt, aber wie ihr sehen könnt, nicht besonders viel, denn ich habe hier die meisten Äxte, die ich gekauft habe, habe ich noch. Ich habe die Kriegerstatue hier hingelegt. Ich würde sie gerne mit euch zusammen abgeben, weil wir es ja von Rainer bekommen haben. Jetzt schauen wir mal nach der Flasche. Guten Morgen, Hennes! Alles gut bei dir? Weil er ist jetzt kapiere ich erst. Okay. Regen ist nicht ideal, wenn man joggen will. Da hast du wohl recht. Gut, wir ignorieren hier mal den ganzen Holzmüll, den ich da abliegen lassen. Okay. Du bist keine Muschel, die ich aufheben kann. Ja, was sind die Ziele für heute? Ich würde sagen, Ziel für dieses Video ist der Campingplatzbewohner. Nein, dann tauschen wir kurz was. Ich muss unbedingt, glaube ich, meinen Inventar ausleeren. Wir schauen jetzt, was wir bekommen haben. Eine Flaschenpost. Ich räume ein wenig Inventar auf. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich fertig bin mit Aufräumen. So, noch kurzes Update, weil ich gerade hier angekommen bin. Gestern hat mir die gute Tina den Plot für die Schneiderei gegeben. Und hier seht ihr das im Bau befindliche Gebäude. Und ich habe mir gerade beim Aufräumen gedacht, ich gehe jetzt kurz ins Rathaus und schalte mir die größere Tasche frei. Denn es wird so schnell voll und Nuxladen hat noch nicht offen und so. Und ja, also nur, dass ihr das schon mal wisst. Ich werde jetzt ein paar Sachen für Nuckmalen holen und dann werden wir uns wiedersehen, wenn ich erstmal alle Ressourcen hier von der Insel geholt habe. Und wir fangen dann an, am Campingplatz zu arbeiten. Gut, ich habe jetzt quasi den Rest aufgeräumt, den ich noch von gestern liegen hatte. Und mal wieder ist mein Lager voll. Ich muss unbedingt heute versuchen, genug Geld zusammenzukriegen, um abbezahlen zu können. Also, dass wir nochmal auf die nächste Stufe kommen. Also das wäre zumindest mal der gröbste Plan, ob wir das nebenher noch schaffen können. Wir werden mal sehen. Ich habe jetzt gerade hier mal den Geldbaum noch. Da gehen wir noch einmal und fällen den hier. Und dann habe ich auch den Geldstein noch nicht gefunden. Den muss ich auch noch gleich suchen. Nux hat nämlich noch nicht auf. Ein paar Minuten, glaube ich, dauert es noch. Ja. 19 Minuten noch und da ist mein Geldbaum. Ich habe gestern auch noch ein bisschen Geld bekommen und das heißt, uns fehlen ungefähr 50.000, um die 198 zusammen zu haben. Und da haben wir auch schon den Geldstein. Glück gehabt, würde ich sagen. Und ich muss auf alle Fälle noch Holz fällen gleich, denn ja, wie ihr wisst, wir brauchen jetzt noch 47 kaputte Wackeläxte. Und ja, jetzt schüttle ich erstmal noch alle Bäume, bis Nux Cranny hier mal aufmacht und sammle mal ein paar Sachen ein. Vielleicht platziere ich hier einfach mal die Sachen, die ich gleich noch verkaufen möchte. Dann habe ich die nämlich schon mal aus dem Inventar raus. Dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz zu Eugen. Denn Eugen kriegt gleich die Fossilien noch, dann haben wir die nämlich auch aus dem Weg. So, das hier verkaufen wir, das hier verkaufen wir. Das verkaufe ich, das verkaufe ich. Das wollte ich eigentlich nicht pflanzen, sondern ablegen, aber auch das verkaufe ich quasi. Das kann abgelegt werden, das auch. Das auch. Das kommt weg und das kommt weg. Und das verkaufe ich auch und das legen wir auch ab. So, das kommt ins Lager dann. Ups, das wollte ich nicht. Das ist für Eugen.
Und das hier ist die Bergmann. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zu Eugen und schauen, ob er ein paar Sachen nimmt. Schütteln wir die zwei nach, dass ich die nicht vergesse. Und dann schauen wir mal, was der gute Eugen uns zu sagen hat. Guten Morgen, Eugen. Wach mal auf, bitte. Ich hätte ein paar Fossilien für dich dabei. Guck mal, wir haben hier 4 Stück. Ich glaube, eins sollte noch irgendwo auf der Insel versteckt sein. Aber gucken wir mal, ob er da welche hat, die er noch gern möchte. Ja, hat er noch? Okay, und dann gucken wir gleich, ob jetzt die Kriegerstatue passt. Gut. Lieber Eugen, wir haben hier einmal Fossilien für dich. Wie viele von den 4 sind neu? 3. Okay, wir haben 3 und die Kriegerstatue. Bitte schön. Schauen wir, ob sie eine Original ist. Ja, ist sie? Okay. Sehr gut. Damit haben wir das fertig. Das andere Fossil würde ich jetzt noch zum Verkaufen hinlegen. Und dann gehe ich jetzt mal und fäll jetzt nochmal Holz. Da werde ich auf alle Fälle wieder schauen, dass wir genug Äxte gleich noch verbrauchen werden. Aber jetzt schüttel ich erstmal alle Bäume durch. Okay, ich dachte, bevor ich jetzt Holz fällen gehe, werde ich mit euch noch den Shop besuchen und wir schauen, was wir hier heute verkaufen und kaufen können vor allen Dingen. Ich glaube, die Kaffeemaschine war zum Beispiel schon mal da. Aber gut, aber ich will auf alle Fälle das Buch und den Handbuchhalter gerne kaufen. Von dem Buch können wir dann immer welche bestellen, denn ich glaube, damit kann man dann gut dekorieren, auch zu unserem Thema passen. Glaube ich, ist ein Buch auch ganz süß. Dann nehme ich das hier noch mit, denn ich hoffe, dass ich heute noch schaffe, das Haus auszubauen. Dann haben wir nämlich noch einen Raum, glaube ich. So, hier möchte ich gerne schauen, ob es endlich mal andere Blumen gibt. Rose, Pfingstveilchen, nee, es sind leider die gleichen. Hier kaufen wir die hier mal, die finde ich gut. Und wir nehmen mal die Rose dann noch mit. Genau. Okay. Und dann gehe ich jetzt erstmal Holz hacken und sammle das Holz ein und wir sehen uns dann danach wieder. Gut. Ein paar Äxte sind wir wieder losgeworden. Ein bisschen viel Holz haben wir wieder eingesammelt. Und jetzt gehen wir mal und gucken, was Tom von uns möchte. So, natürlich erzählt er uns von seinem Plan mit KK. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt die Anleitung für den Campingplatz und dann gehen wir den auch gleich platzieren. Gut, wir können hier gleich checken, ob ich genug dabei habe oder ob ich noch ein paar Ressourcen holen muss. Okay, es fehlt Eisenerz. Dann gehen wir das mal noch holen. So, jetzt aber. Dann bauen wir mal das Campingplatz-Baukit. Dieses Wort immer fehlt. Und suchen einen guten Platz dafür. So, dann fehlt jetzt quasi nur noch der Platz für den Campingplatz. Und ich würde ihn tatsächlich einfach hier irgendwo mit hinmachen. Denn dann ist er aus dem Weg vom Bauen. Ich habe nämlich einen kleinen Plan, wie ich ein wenig eventuell, was Terraformen angeht, die Insel gestalten kann. Und hier haben wir jetzt den Campingplatz. Und jetzt würde ich noch ein bisschen Inventar aufräumen. Und dann noch springen wir auf den nächsten Tag und schauen mal, dass ich dann hier ein wenig vorankomme. Oh, ich wollte gerade hier meine Sachen ablegen und Hennes hat eine Blase, das heißt, er möchte uns bestimmt irgendwas schenken. Oh, danke schön. Was bekommen wir von ihm? Was hast du uns gegeben? Ich habe nicht aufgepasst. Ein Taschenradio. Ja, das können wir ja einfach hier so mit hinstellen, würde ich jetzt behaupten. Und dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder. So, der nächste Tag. Warum werde ich angerufen? Ah, okay, wir können jetzt Happy Home Paradise benutzen. Das habe ich ganz vergessen, dass das am nächsten Tag passiert, wenn der
Campingplatz gebaut wurde. Okay, die Schneiderei hat eröffnet und wir haben jetzt den Campingplatz und ich meinte, wenn das Rathaus gebaut wurde. Und jetzt machen wir schnell die Dailies und schauen kurz in die Schneiderei und dann gehen wir gleich zum nächsten Tag. Okay, wir sind hier raus. Hallo, Eva, wie geht's dir so? Gut, ich brauche zuerst mal meine Flaschenpost. Oh, vielleicht bastelt hier jemand. Mal kurz reinschauen. Okay, Kim bastelt nicht, aber ich sage immer Hallo, denn wir sind ja nett. Was hast du in letzter Zeit einen Sechser gezogen? Eher nur drei. Ja, du kannst mir dann ja bald Rezepte geben, wenn wir irgendwann mal so weit sind. Gut, hier haben wir die Flaschenpost. Den Geldbomb habe ich auch gefunden. Wir bekommen ein Hängeterrarium. Okay, cool. Dann ist Hornsby noch hier draußen. Dann könnte, nachdem wir Eva ja auch schon gefunden haben. Oh, wir bekommen eine Emotion. Ich wollte ihn eigentlich anquatschen. Okay, was bekommen wir? Wir bekommen Schüchternheit. Dankeschön. Und dann gucken wir mal, ob Sabine bastelt. Sabine bastelt auch nicht, okay. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch Hennes übrig. Und ich hatte recht. Hennes ist derjenige, der mal wieder bastelt. Und was machst du Schönes? Ein Stahltrinker. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir den unbedingt für die Insel brauchen. Aber okay, wir nehmen es mal mit. Gut, dann können wir hier gleich den Baum einmal fällen und unsere 30.000 Sternis abholen. Und hier würde ich dann direkt den anderen Geldbaum pflanzen. Ah, seht ihr, wir sind wieder in der richtigen Ordnung hier. Gut, hier haben wir den Campingplatz und jetzt checken wir mal, ob Eugen kurz die Fossilien analysieren kann. Okay, Eugen. Einmal aufwachen, bitte. Ich glaube, ich verzichte heute mal aufs Holzhacken. Ich bin einfach zu gespannt, wer mein Campingplatzbewohner ist. Wir haben hier nochmal vier. Es fehlt wieder eins. Ich glaube, es sind immer fünf, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Irgendwie ist eins ein bisschen versteckt. Okay, dann spende ich hier die restlichen mal. Eugen, Quatsch, nicht so viel. Ja, ich will was stiften. Wie viele von den vier brauchst du? Oh, wieder drei. Okay, cool. Dann können wir einen verkaufen. Dann gehen wir gleich mal zu den Nucklingen und werden die Sachen mal los. So. Okay, das Angebot ist jetzt nicht so vielversprechend. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur Interesse an dem... Wie nennt man das? An den Klavierhocker da hinten? Heißt der Klavierhocker? Ich glaube, ne? Wisst ihr, was mich wundert? Ist das bis jetzt noch nicht einmal Gerd hier gewesen? Das ist schon ein bisschen seltsam, oder? Findet ihr nicht? Ja, ich hätte gern die Klavierbank. Bitte, dankeschön. Genau. Und dann gucken wir hier noch rein. Vielleicht ein paar Tulpen. Das sind immer noch die gleichen. Okay. Den hier hätte ich gern, danke. Und dann gehen wir mal und schauen zu den Schneiderschwestern. Okay, zuerst sprechen wir mal kurz mit Sina, damit sie uns jeden Tag vielleicht ein paar, ihre Schnittmuster, nee, wie nennt sich das, ihre Designs gibt. Genau, und jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwas ist, was ich schön finde. Naja. Oh Gott, was ist das denn? Eine Windel? Oh nein. Oh Gott, nein. Ich hatte wohl nicht das große Glück heute, würde ich mal behaupten hier. Bei den Schuhen irgendwas Cooles. Ja, wir kaufen jetzt mal das, aber anziehen tun wir es bald noch nicht. Okay, gut. Dann gucke ich mal noch eben zu Tom Nook und hole mir die Meilen. Und dann schauen wir mal.
Gut, wir sind wieder am nächsten Tag gelandet und ich würde sagen, wir gehen einfach Richtung Campingplatz. Vielleicht ist da die Flaschenpost, vielleicht nicht, oder ist keine Flaschenpost da, aber wir haben hier... Gut, wir reden kurz über den Bewohner. Wünsche ich mir jemanden bestimmten? Jein. Ich würde sagen, zu dem Inselthema, das ich plane zu machen, würde etwa ein weißer Ei oder ein gelber Bewohner eigentlich so am besten passen oder auch so in die Richtung bräunlich oder so. Das würde ich tatsächlich sehr gerne hier im Campingplatz haben, aber wie wir alle wissen, ist der erste Campingplatzbewohner sehr wahrscheinlich niemand, den man gerne haben möchte. Wir werden sehen. Lukas. Okay. Ja, nein. Also, ich kann mit ihm leben, dass er jetzt hier ist, aber er wird auf alle Fälle wieder gehen müssen, denn ich werde ihn auf gar keinen Fall behalten und er passt auch auf gar keinen Fall irgendwie in irgendein Schema für irgendeine Insel. Ich finde ihn nicht schön und ich muss ihn echt nicht behalten. Aber wir gehen das Haus platzieren. So, letzter Akt für heute. Hier richten wir mal den Häuserplot für Lukas her. Und hier ist gut, schön am Strand aus dem Weg. Das ist auch direkt verkauft, ganz klar. Und ja, es war produktiv in der Folge. Wir haben schon 64 Äxte hinter uns und brauchen nur noch 36 und dann haben wir die 100 Äxte auch schon geschafft. Ich habe auch schon das nächste Ziel vor Augen, das wir dann oben in die Ecke schreiben, aber wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss!